Ein bisschen Salat für die Girls, ne? Was für die Girls? Es gibt keinen Salat. Kannst du doch nicht machen, der gute Salat. Jo, hallo Freunde, leichte Unterhaltung. Mein Name ist Harald Hackfleisch und hier Salami zu DMTV. Mahlzeit. Und heute haben wir gedacht, ja, mal wieder draußen fressen, wir beide, ja? Fressen, belohnlich. Guck auch Jugendliche zu. Ach so, ist ja ein Ding. Seht man das? Auf jeden Fall hier schön Bratwurst, Brötchen mit schönen leckeren Bautzner Senf. Genau, Bautzner Senf, ja, das ist die Macht. Genau, unten vielleicht ein klitzekleines Salatblatt für die Girls. Aber ja, nur vielleicht. Das war dein Spruch. Aber nur vielleicht. Ja, dann suchen wir uns mal ein schattiges Plätzchen und dann geht's los, meine Freunde. Bis gleich. Genau, bis gleich. Leute, hier werden wir unsere Kost zu uns nehmen. So einen Ausblick haben wir denn gleich, wenn wir alles verzehren. Macht ihr an da. Ist auch egal. So, hier haben wir unsere Fressalien. Immer hier so eine Knüppel. Ich hoffe, das nennt man so. Denn hier der Höhepunkt des Tages. Unsere schönen, leckeren Bratwürste. Ja, die sind ein bisschen verfallen, oder so? Ja, dann haben wir hier Star des Tages, Teil 2, Bautzner Senf. Und hier von Heinz Ketchup. Mit Tomaten, versteht sie. Gerne haft dieses Frühstück. So, dann fangen wir mal an, wa? Dann fangen wir mal an. Genau. No. Hier haben wir die schönen, leckeren, reinen Brötchen. Genau. Die haben wir schon mal aufgeschnitten, die Brötchen. Und die Bratwurst, die ist uns jetzt leider zerfallen, so ein bisschen. Ah, ich nehme mal noch ein Stück hier. Noch leider was. Zerfallen. Wo ist denn der Löffel für den Senf? Ja, das frage ich mir auch. Scheiße. Ich habe geklickert. Zeig mal in der Kamera, was du da machst, Junge. Das siehst du doch. Ich habe mir erstmal hier so ein bisschen Heinz drauf gemacht. So, weil draußen in der Natur schmeckt es doch immer noch am besten, Freunde. Was soll jetzt hier? Ja, genau. Genau. Oh, warte, ich muss noch ein Kilo ruf. Mach mal ruf noch was. Jawolski. So, ich mach das hier mal ganz oldschool. Junge, was ist das denn für ein geiles Brötchen? Oh, so sieht's aus, ne? Okay, also Leute, ihr habt ja gesehen, eine Köstlichkeit. Mehr braucht ihr ja nicht, oder Stefan? Genau. Was sagst du dazu? Der erste Bissen so für euch. Prost. Ist nur für euch. Prost. Oh ja. Gibt es was Schöneres? Boah, die ätherischen Öle vom Senf, die kicken wieder, Freunde. Ihr kennt mich ja. So muss es sein. Geil, oder? Super. Meine Herren. Erzähl doch mal, wo wir hier sitzen, Stefan. Ja, wo sitzen wir denn? Erstmal auf der Bank, ja. Und manche von euch wissen das ja nicht, aber hier ist alles angefangen. Hier bei Ecke, das erste Mal bei Salami TV. Auf dem Video, Lava-Video. Ist zwar nicht gut angekommen, aber so hat es angefangen. So ging der Hype so ein bisschen los, ja, würde ich mal sagen. Ja, genau. Und jetzt nach fast Jahren sitzen wir dann immer noch. Oder? Auf jeden Fall. Freunde, hinter uns ist ein bisschen Lärm, da ist der Bauhof und der mäht heute Rasen. Gerade heute, wo wir das Video drehen wollen, mäht er den Rasen. Ja. Junge, bist du kloppt oder was? Such dir einen anderen Tag aus. Soll ich mir eh, ne? Ja, früher, da hat er noch, wie viel hattest du gehabt? 40, 50 Abos ungefähr. Und der kommt meine Freundin mit dem Schnittflügel. Aber... Oh, was kann das Schöne drehen? Frische Luft, Essen in der Hand, Bautzner Senf. Was gibt's Schöneres? Das Beste. Bautzner Senf. Einfach Beste, Leute. Hast du mal eine Hand frei? Oha. Ein bisschen Ketchup oder was? Na, Papa, noch ein bisschen Ketchup drauf. Oh. Na, sag mal, wo kommt die Luft jetzt her? Danke. So. Hey Freunde, das Essen, das ist einfach so simpel wie einfach, ne Stefan? Oh ja. Man gönnt ja sonst nichts, ja. Unser Gebiet, wir gönnen uns fast immer was. Ja. Na übrigens, schönen Grüße an Markus K. Und an, oh, jetzt hab ich den Namen vergessen, tut mir leid. Sebastian, Matthias? Nee, ja nicht, Oblaum. Jochen, ey Junge. Was frisst du denn? Spuck dir mal auf den Schuh, die Sau. Kann man waschen, muss man aber nicht. Ja. Ah, sorry. Im nächsten Video, ja.
Tut mir leid. Ich habe erst den Namen vergessen. Verdammt. Oh, lecker, ne? Hätte ich aufschreien sollen. Du siehst aus wie ein Schwein. Mm, weil du frisst doch wie es. Ja, ich bin ein Schwein. Mm. Und draußen schmeckt sowieso alles besser, Freunde. Ihr wisst Bescheid, oder? Ja. Draußen schmeckt alles besser. Hm. Ich wüsste, woran es liegt. Aber. Heute Morgen aufgestanden, so ein Schädel gehabt. Ach, ich will nur drinnen hocken, aber irgendwie nö. Da, dann hab ich dich angerufen, ne? Hab gesagt, Dicker, wollen wir ein Video drehen oder was? Naja, bin ich Feuerflamme dabei natürlich, ne? Auf jeden Fall. Ey, du Krähe, hier. Du hättest dich ins Wetter mal bitten lassen. Hier, mach, dass du wegkommst. Das sieht aber aus wie Sau, Freunde. Das ist aber wert. Ich bin noch Bock auf ihn, was? So, Freunde, das erste Brötchen ist vertilgt. Und hier ist auch der Löffel jetzt vom Senf. So. So, Freunde. Oh. Ein bisschen Salat für die Girls, ne? Was für die Girls? Es gibt keinen Salat. Da kannst du doch nicht machen. Der gute Salat, Mensch. Mensch, der hier hast Salat. Du hast ein Stück Bratwurst. Ah, Schnee vor gestern. So einfach kann man ihn beglücken. Junge, Junge, Harry the Brain Hackfleisch, ja. Leute. Geil, oder? Oh, was nütte hier? Kommt nicht jetzt her. Oh, mach doch mal was drauf hier, Mensch. Freunde, Bratwurst im Brötchen. Here we go. Bist du hungrig, machst du das hier. Ah nee, den Spruch mache ich ja bei mir immer auf Video. Mach einfach. Oh, wo fange ich an? Das mit eben hab's Rinder an den Schlunk. Ach ja. Hey. Kann denn sowas Sünde sein? Ich glaube nicht. Round 2. Junge, du kleckerst. Nudelwurst, du musst ja sauber machen. Hier, du kriegst den Salat. Weiß, haut er ab, die Sau. Mhm. Leute, und wir haben auch richtig Glück, die Sonne kommt jetzt raus. Ja, auf jeden Fall. Und hier haben wir das allererste Mal den Buschkoch gegrüßt, ne? Mhm. Na, überleg mal. Schon 2 Jahre her. Wer will? 2 Jahre. Wer will? Willst du? Komm nach Neuruppin, komm, kannst du ja holen, komm. Hier. Wie gesagt, Ketchup, ein bisschen Senf, Brötchen, Bratwurst. Wer braucht der Mensch nicht? 10 oder 5 Euro die Gericht. 10 oder 5 Euro. So, Leute. Ja, da sollte man an dieser Stelle gewesen sein, ja. War mal ein Vergnügen, uns ein Vergnügen, mit euch speisen zu dürfen. Ja. Und wir sehen uns halt im nächsten Video, ja. Ciao, euer Harry. Und immer schön ruhig beim euer Salami zu dem TV, ihr wisst Bescheid, Freunde. So.